Hi Leute und willkommen in diesem Video. Heute wechseln wir an diesem A4, B5 im Hintergrund die Kolbenringe. Ja, heute wechseln wir die Kolbenringe. Wie man den Motor so zerlegt, bis der Kopf demontiert ist, habe ich schon einmal ein Video drüber gemacht. Darum werde ich das hier nicht zeigen. Ich verlinke euch das jetzt oben rechts im Eck. Das war damals an einem 4er Golf. 1,6 Liter AKL Motor, gibt es genauso im Audi A3. Und der ist quasi baugleich mit dem AHL Motor aus dem Audi A4 bzw. Passat 3B. Ja, im groben Schnelldurchlauf einfach Öl raus, Wasser raus, ganz klar. Dann Ansaugbrücke ab, Krümmer ab, Ventildeckel ab, sämtliche Anbauteile vorne ab, Zahnriemen muss runter. Darum nehmen wir hier vorne jetzt gleich die Frontmaske ab. Dann haben wir es einfacher dran zu schrauben, weil der Motor längs eingebaut ist. Und ja, dann kann der Kopf eigentlich schon runter. Ja, da sind wir dann soweit, den Kopf herunterzunehmen. Da muss von unten noch die Ölwanne ab, damit wir von unten in die Bläulager kommen, beziehungsweise die Kurbelwelle, um die Bläul und die Kolben abschrauben zu können, jeweils mit zwei Schrauben. Zeige ich euch nachher, wie das geht. Und ja, wenn wir dann soweit sind, sehen wir uns gleich wieder. So, den Kopf haben wir jetzt demontiert. Man sieht hier an den Zylindern ganz schön die ganzen Verkorkungen auf den Kolben. So sollen sie normalerweise nicht aussehen. Hier der zweite und der dritte Zylinder sieht man ganz schön. Das zeige ich euch nachher aber im Detail. Die Zylinder an sich sehen auf jeden Fall noch okay aus. Der Kreuzschliff ist noch gut zu sehen. Da brauchen wir nicht nachzubessern. Der Kopf allerdings sieht nicht mehr so gut aus. Beziehungsweise die Ventile haben richtige Verkorkungen. Das müssen wir alles reinigen. Ich zeige es euch mal. Hier sieht man ganz schön, ich mache mal Licht. Sollte etwas besser sein. Hier sieht man ganz schön die ganzen Verbrennungsrückstände an den einzelnen Ventilen. Das ist das, was ich im vorherigen Video schon mal gesagt habe bei dem Audi. Dass hier zum Beispiel jetzt an diesem Ventil richtige Verbrennungsrückstände zu sehen sind, die man auch kaum abbekommt. Das müssen wir alles gut reinigen. Das ist auch das Problem, was ich immer gesagt habe. Wenn man Öl verbrennt, ist immer das Problem, dass sich das verbrannte Öl hier an den Ventilen absetzt. Genauso hier hinten an der, am Ventil sitzt. Und dann ist das Problem, dass das Ventil nicht mehr richtig am Kopf anliegen kann. Beim Fahren wird man da nicht viel merken. Das Problem ist einfach nur, wie gesagt, das Ventil schließt nicht ab, kann die Wärme, die es enthält, somit nicht mehr an den Zylinderkopf weiterführen, der ja vom Wasser umspült ist und somit gekühlt wird. Und das passiert dann ganz schnell, dass das Ventil dann verbrennt. Und dann kann man die Ventile neu machen. Hier sehen die Ventile an sich noch okay aus, einfach nur die ganzen Rückstände rundherum, die müssen wir reinigen und dann ist der Kopf wieder einsatzbereit. So. Wie gesagt, wir müssen die Kolben ziehen, darum müssen wir unten die Ölwanne entfernen. Das Auto fahren wir hoch, Ölwanne entfernen, unten an der Kurbelwelle die Schrauben für die Bläulager lösen. Und da müsst ihr auf einiges aufpassen, das zeige ich euch gleich. Erstmal entfernen wir die Ölwanne. So, Ölwanne und Motorkopf ist demontiert. Vielen Dank an die Firma Audi, die wieder so schlau überlegt die Ölwanne verbaut hat. Wir mussten hier, um an die Schrauben zu kommen, schon ziemlich kämpfen, genau im hinteren Bereich so. Und um die Ölwanne hier herauszubekommen, mussten wir den Motor ein Stück anheben, hier aus den Motorlagern herausziehen, damit wir die Ölwanne irgendwie herausfummeln können. Also das hätte man wieder besser lösen können, aber danke an Audi. Ja, jetzt müssen wir hier dieses Blech noch entfernen. Hier den Ölmessstab können wir nachher von oben herausziehen. Das Blech ist hier nur mit dieser einen Schraube fest. Die lösen wir, das ist eine 10er Schraube, beziehungsweise genau dieselbe Schraube wie hier rundherum für die Ölwanne zu fixieren ist. Das ist eine 10er Schraube, beziehungsweise ein 5er Imbus, kann man beides verwenden. Ich empfehle immer, soweit es geht zum Rankommen bei diesen Schrauben, den 10er Sechskant zu verwenden, denn den dreht ihr nicht so schnell rund wie den Imbus, wobei diese Schraube wahrscheinlich eh nicht so fest ist. Ja, dieses Blech entfernen wir jetzt. Thank you.
Ja, die Schraube drehe ich wieder herein, damit ich nachher weiß, wo sie wieder hinkommt. Und dass sie nicht verloren geht, denn diese Schraube ist gleichzeitig eine der Schrauben für die Ölpumpe. So, und hier sehen wir die Kurbelwelle. Hier sind die Bläuel an der Kurbelwelle festgeschraubt. Jeweils mit zwei, schätze mal, 14er oder 15er Sechskantschrauben. Die werden wir lösen, diese Muttern. Dann können wir hier unten die herausziehen. Dabei aufpassen, dass ihr sie nachher nicht vertauscht. Also macht euch eine Zeichnung, wo ihr sie drauflegt. Denn die müssen noch mal genau in dieselbe Position, wo ihr sie demontiert. Darauf sind auch Bläuellagerschalen. Diese Schalen, auf die ihr auch gut aufpassen, nachher alles gut reinigen. Das zeige ich euch aber gleich alles im Detail, wie das aussieht. Ich werde jetzt als erstes anfangen, diese ganzen Schrauben zu lösen. Dann werden wir sie herausziehen, legen sie alle genauso hin, wo sie hinkommen und versuchen dann nachher den Kolben nach oben herauszuziehen. So, und jetzt habe ich alle Bläuelschrauben vorgelöst. Jetzt fange ich an mit dem ersten. Schraube die beiden Muttern komplett herunter und versuche dann das Bläuel komplett zu lösen von der Kurbelwelle. Wie gesagt, dabei aufpassen, dass die Bläuellagerschale nicht verloren gehen. Das sind zwei Schalen. Einmal eine von oben, eine von unten. Die von unten wird jetzt wahrscheinlich mit abgehen. Die ziehen wir jetzt einfach heraus. So, da haben wir die erste Lagerschale. Die sitzt noch hier drin. Ich weiß nicht, wie gut man das auf der Kamera erkennen kann. Und wenn diese jetzt kupferfarben glitzern würde, wäre diese Schale auf jeden Fall nicht mehr zu gebrauchen, muss erneuert werden. Diese Schale sieht noch ganz gut aus. Das sehen wir aber gleich erst richtig bei der Reinigung. Und die werden wir wahrscheinlich dann auch wieder verwenden. So, ich lege die mir jetzt der Reihe nach hier auf, damit ich genau weiß nachher, wo welche Lagerschale war. Genauso geht es aber auch nachher mit den Kolben, die ihr herauszieht. Die dürfen nicht untereinander vertauscht werden. Alles wieder an die Stelle, an der ihr es entfernt habt. Genauso mache ich das jetzt mit den nächsten Schalen. Und wie gesagt, immer aufpassen beim Herausziehen, dass die Lagerschale unten drin bleibt. Das war nur eine Mutter, nicht so schlimm. Ziehen wir langsam heraus. Lagerschale ist noch drin und sieht soweit gut aus. Und die werde ich auch wieder zur Seite legen. So mache ich das jetzt der Reihe nach durch. So, und das nächste, wenn ihr unten alles an der Kurbelwelle entfernt habt und die Kolben jetzt lose quasi im Zylinder stehen, bevor ihr sie herauszieht, auf jeden Fall hier die Zylinderlaufbahn hier oben etwas reinigen, denn ihr zieht die Kolben nach oben heraus. Das heißt, ihr drückt einfach nachher unten die Bläuel nach oben, dadurch kommt der Kolben heraus. Das wird wahrscheinlich schwieriger, als es sich anhört. Darum auf jeden Fall hier oben schauen, dass hier oben kein Grat ist, dass das sauber aussieht, dass das ganze Bild hier oben sauber aussieht. Das reinigen wir jetzt einfach etwas vor und dann werden wir die mittleren zwei Kolben hier erst herausziehen, denn hier kommen wir halt ganz gut dran. Dann müssen wir die Kurbelwelle ein Stück verdrehen, dass wir den Zylinder 1 und 4
etwas herunterbekommen, damit wir hier oben den Grat reinigen können und dann einfach alles wieder wie mit den mittleren zwei herausziehen. Ja, reinigen ganz einfach mit etwas Bremsenreiniger hier oben durchfahren. So, und dann ist es ganz einfach. Einer drückt von unten, am besten wie gesagt zu zweit, einer drückt von unten die Pleuel nach oben, der zweite versucht, die Kolben nach oben herauszuziehen. Wichtig dabei ist, dass ihr aufpasst, dass die Lagerschalen nicht irgendwie herunterfallen. In den meisten Fällen bleiben sie eigentlich an den Pleuelen hängen. Und somit sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. So, und da haben wir jetzt den ersten Kolben. Und können uns das gleich direkt mal anschauen. Und es sieht wirklich so aus, als wäre die Ölabstreifringe hier einfach fest geworden. Die haben, glaube ich, keine Funktion mehr. Ich zeige euch das mal in Nahaufnahme. Also, hier sieht man ganz schön, denke ich, hier oben ist der erste Kompressionsring, darunter der zweite Kompressionsring und der untere ist der Ölabstreifring, der eigentlich genauso hier drin sitzen sollte wie die oberen Kompressionsringen. Man sieht, die tun auf jeden Fall ihre Arbeit. Die werden wahrscheinlich schön am Zylinder rundherum bündig anlegen und somit abdichten. Jedoch der Ölabstreifring liegt rundherum bündig im Kolben drin. Und das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck, denn so wird ja kein Öl abstreifen, so bringt das nichts. Darum machen wir uns auch die ganze Arbeit. Also das ist auf jeden Fall so, dass dieser festgebacken ist. Nachher, wenn wir ihn ausbauen, dann zeige ich euch mal genauer, wie der eigentlich funktioniert. Ja, hier auf jeden Fall auch bei dem Kolben aufpassen, dass ihr sie nicht untereinander vertauscht, dass er wieder so eingebaut wird, wie ihr sie ausbaut. Und hier die Lagerschale sitzt noch dran. Und hier sieht man schon, dass das Kupferbild herauskommt. Darum sollte man diese Lagerschalen eigentlich auch wechseln. So, zwei haben wir gezogen. Jetzt noch die anderen beiden. Wie eben gesagt, oben den Grat immer gut reinigen. Jetzt drehen wir die Kurbelwelle leicht, egal nach rechts oder links. Hauptsache ihr dreht sie ein Stück, dann drückt ihr die Kolben wieder rein, denn sie sind unten ja schon losgeschraubt, deswegen gehen sie nicht automatisch mit runter. Und jetzt werden wir auch hier die oberste Kante etwas reinigen mit einem Tuch und Bremsenreiniger. Dann ziehen wir diese beiden Kolben auch noch, legen sie zur Seite und schauen uns erstmal die Zylinder an. So, und jetzt auch hier wieder einfach von unten gegen die Pleuel drücken und nach oben herausziehen. Hier haben wir den einen und hinten den letzten. Ja, wie eben gesagt, definitiv auf die Einbaulage der Kolben schauen, dass ihr sie nicht verdreht, dass ihr sie nicht untereinander vertauscht, genauso wie mit den Pleuellagerschalen. Auf alles achten, dass es genau wieder so an die Stelle kommt, an der ihr es entfernt habt. Ja, ich nehme die Kolben jetzt nacheinander heraus, lege sie erst einmal ein, aber merke mir, wie rum ich sie herausnehme und wo ich sie hinlege. So, und wenn jetzt alle Kolben schön gezogen sind, können wir von oben durch den Zylinder die Kurbelwelle sehen und schauen uns als erstes mal die Zylinder an, ob der Block so an sich überhaupt noch zu gebrauchen ist. Und zwar, wenn man hier schräg, was auf der Kamera gar nicht drüber kommt, in die Zylinder schaut, sieht man einen lauter Riefen, einen Kreuzschliff nennt man das, die gehen immer so über Kreuz. Das ganze Bild wird beim Honen des Motors erreicht. Und wenn ihr hier diese Riefen seht, auf keinen Fall irgendwie versuchen wegzuschmirgeln oder so. Sowieso Schmirgelarbeiten am Zylinder oder am Kolben sollten komplett entfallen. Der Kreuzschliff muss sein.
Wenn aber ansonsten keine Riefen, die senkrecht oder waagerecht irgendwie zu sehen sind, dann ist der Zylinder auf jeden Fall in Ordnung. Die anderen drei hier hinten sehen genauso gut aus. Der Kreuzschliff ist noch sauber zu erkennen, keine anderen Riefen zu erkennen, alles gut. Ja, und somit ist der Block auf jeden Fall in einem sehr guten Zustand. Es sind keine Beschädigungen zu erkennen, der Kreuzschliff ist noch gut zu sehen. Das heißt, er ist noch gut vorhanden, der Motor muss nicht zum Honen. Und ich blende euch auf jeden Fall mal ein Bild dazu ein, denn man konnte das mit der Kamera jetzt ziemlich schlecht einfangen. Ich versuche euch ein Bild zu machen und das dann jetzt einzublenden, damit ihr das besser seht mit dem Kreuzschliff. Ja, im Hintergrund sind schon die Reinigungsarbeiten der Kolben in Gange. Auch bei diesen ist auf Schleifpapier oder Schleifvlies zu verzichten. Einfach nur mit Bremsenreiniger oder Benzin. Einfach die Kolben mit dem Pinsel reinigen und dann nachher vor allem die Nuten für die Kolbenringe richtig sauber machen. Das zeige ich euch jetzt gleich. So, jetzt gehen wir hin und entfernen einmal die Kolbenringe. Da müsst ihr auf nichts Großes achten. Die könnt ihr einfach so gegenüber der Nut nach vorne drücken, dann einfach so abziehen und herausziehen. Die neuen natürlich mit einer extra Kolbenringezange montieren und nicht einfach so von Hand, denn das wird definitiv nichts. Zack. Der zweite Kompressionsring ist gerade gebrochen. Versucht beim Herausziehen den Kolben nicht zu verkratzen oder zu beschädigen, das ist auch wichtig zu sagen. Und dann geht es schon an den Abstreifring. So, bei diesem Ölabstreifring ist darauf zu achten, dass ihr, wenn sie nicht von alleine irgendwie zu rauszudrücken sind, dass ihr mit einem kleinen Flachschraubenzieher ganz leicht hier reingeht, auf keinen Fall irgendwie fest hebeln oder sonst was, sondern einfach hereingeht, dann lockert sich schon der erste Ring und dann könnt ihr den herausziehen. Genauso machen wir das jetzt mit dem unteren. Wir suchen uns die Position, wo er zusammen ist. Jetzt sieht man auch schon, jetzt federt er auch wieder in beide Richtungen. Wir haben ihn schon wieder gelockert und so sollte das Ganze dann auch im eingebauten Zustand aller Ringe aussehen, dass ihr sie so leicht verdrehen könnt ohne Probleme und dass er hin und her federt. Und das hat er an allen Kolben nicht mehr gemacht, darum hatten wir den hohen Ölverbrauch. So, wie gesagt, einfach nur hier reingehen, versuchen ihn herauszuziehen und dann klappt das schon. So, am Schluss haben wir noch hier diesen Federring. Irgendwo hat auch dieser seinen Anfang. Diesen Anfang müssen wir uns jetzt suchen. Da haben wir ihn. Einfach auseinanderziehen und herausziehen. Beim Einbau nachher auf jeden Fall darauf achten, dass er nicht so irgendwie überlappt. Das passiert manchmal, auch beim Versand, wenn die Ringe schon fertig montiert sind. Also die Ölabstreifringe sind ja immer dreiteilig. Wenn die schon fertig montiert sind, ist das manchmal, dass die überlappt sind. Darauf achten, das zeige ich euch aber nachher beim Montieren, dass die nicht überlappt sind, sondern nur so aneinander legen. Ja, jetzt werden wir diese Nut schön reinigen mit dem Pinsel, nicht mit Schleifpapier und nicht mit dem Schraubenzieher drin herumkratzen, das ist ganz wichtig zu sagen. Und ja, die reinigen wir jetzt gut mit dem Pinsel, da brauche ich euch nicht viel zu zeigen. Und dann geht es daran, die neuen Kolbenringe einfach mal einzupassen, mit der Fühlerlehre zu schauen, ob der Kolben verschlissen ist oder ob er noch in Ordnung ist. So, wir haben die Kolben jetzt einige Zeit lang eingelegt, gut gereinigt, mit dem Pinsel ordentlich sauber gemacht und so kann man ihn wieder verwenden. Jetzt müssen wir die neuen Kolbenringe aufbringen. Und zwar habe ich mir hier von Mahle welche geholt, holt auf jeden Fall Markenringe, keine billigen aus eBay. Ich habe mit billigen eBay-Teilen sowieso schon viele schlechte Erfahrungen gemacht, darum auf jeden Fall Mahle, Götze und so weiter, wie sie alle heißen, die kann man verwenden. Ja, das Set kommt und zwar jeweils immer vier Kasten, für vier Kolben halt. Jeder Kolben hat drei Ringe, ihr habt aber vier Päckchen, einmal A, das ist der unterste, denn wir fangen jetzt beim Montieren mit dem untersten an, sonst müssten wir ja, wenn wir erst den obersten machen,
die wir unten drunter über den obersten drüber machen. Das heißt noch mehr über den, wir wollen so wenig wie möglich die Kolbenringe dehnen. Darum fangen wir mit dem untersten an. Das ist dann in dem Fall A. Das ist einmal der Lamellenfederring. Der wird als erstes montiert. Und dann die zwei Sicherungsringe für diesen. Die kommen oben und unten hin. Dann B und dann erst C, der oberste. Ja, mit den untersten fangen wir mit dem Lamellenfederring an. Beim Aufreißen aufpassen, dass sie ihn nicht verbiegt. Ziehen wir ihn heraus. Das ist der Lamellenfederring. Den könnt ihr so gerade von Hand montieren. Ich zeige euch auch wie. Aber wichtig, immer etwas alles gut einölen. So. Jetzt können wir den Ring nehmen, schauen, wie rum er kommt. Mit der markierten Zeile nach oben, das heißt mit dem grün markierten nach oben. Ist auch wichtig, dass er sich nachher beim montierten Zustand nicht überlappt, sondern bündig aneinander liegt, wie eben schon gesagt. Und dann können wir ihn montieren. Diesen Ring ist auf nichts Großes zu achten. Könnt ihr einfach so montieren. Dann sitzt er, schauen, dass es hier am Ende bündig aneinander liegt, nicht irgendwie überlappt. Und jetzt können wir die Sicherungsringe für den Lamellenfederring anbringen. So, das sind zwei Ringe, die müssen wir erst einmal auseinanderziehen. Ganz vorsichtig dabei, dass ihr keinen verbiegt oder beschädigt. So, einen legen wir zur Seite, den zweiten ziehen wir auf. Und zwar machen wir das bei diesen Ringen auch von Hand, gerade so drüber. Bei den ersten, dann in den zweiten und erst dann in den dritten, nicht direkt in den dritten. Und das machen wir dann auch unter den Federring. So. Das sieht doch ganz gut aus so. Sitzt an Ort und Stelle. Jetzt holen wir den dritten Ring. So, beim letzten Sicherungsring für den Lamellenfederring auch wieder gerade von Hand drüber ziehen und immer von Nut zu Nut gehen. Dann verformt ihr ihn kaum. Die könnt ihr ruhig von Hand machen. So, die sitzen jetzt wieder an Ort und Stelle. Jetzt sieht man auch, denke ich, hier auf der Kamera ganz schön den Unterschied zwischen den alten Ringen und dem neuen. Die hier richtig schön federn und wahrscheinlich nachher auch schön abdichten, hoffen wir. Und hier haben wir jetzt drei Ringe ja montiert. Und zwar sollten wir sie jetzt im eingebauten Zustand schon verdrehen. Wir fangen an hier den untersten an der Stelle. Den zweiten müssen wir etwas weiter drehen, dass jeder Ring ca. 120 Grad miteinander verdreht ist. Das ist dann einmal hier. Den zweiten haben wir dann hier, kommen wir noch ein Stück weiter. Und den dritten werden wir dann ungefähr hier hinsetzen. So, dann haben wir hier den untersten Anfang, also die Lücke. Hier den zweiten und hier weiter den dritten. Und so sollte es dann immer um ca. 120 Grad versetzt sein. Also hier, 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 damit die ordentlich abdichten. Jetzt geht es weiter mit B für die Mitte. Beim Aufreißen mal aufpassen, dass ihr nichts verbiegt. Hier auf die Einbaulage top achten. Steht immer auf einer Seite drauf. Hier steht es. Ich glaube nicht, dass man das in der Kamera irgendwie sieht. Auf jeden Fall top oben und dann die Kolbenringzange einlegen. Dann einfach drüber, gerade so, dass er gerade so drüber geht, also nicht extrem überdehnen. Dann bis zur zweiten Nut und loslassen und schon sitzt er an Ort und Stelle.
Den verdrehen wir jetzt auch etwas von der letzten Öffnung, um etwa 180 Grad. Die suchen wir uns gerade. Hier ist die letzte Öffnung. Dann machen wir es genau gegenüberliegend, oben genauso. Das heißt, vom oberen Ring wird die Öffnung dann hier liegen. So schieben wir sie in den Zylinder. Jetzt kommt der Ring C. Auch hier wieder auf die Einbaulage achten. Wir suchen uns Top heraus. Hier steht Top. Auch wieder einspannen. So, gerade so, dass er über den Kolben kommt, loslassen und noch einmal über die Nut ziehen. Das war es dann soweit. Wir schauen noch einmal, ob die Ringe ordentlich verdreht sind. Die obersten sollten 180 Grad zueinander verdreht sein von der Öffnung her. Die untersten jeweils 120 Grad zueinander. Und so ist der Kolben dann schon wieder einbaufertig. Und das machen wir mit den anderen drei Kolben jetzt auch. So, jetzt geht's ans Reinigen des Motorblocks. Ich kann euch nur empfehlen, dass ihr jetzt auch erst die Dichtfläche der Kopfdichtung hier reinigt, denn dann habt ihr den ganzen Dreck, der euch nachher in die Zylinder fällt, könnt ihr einfach wegspülen mit Bremsenreiniger. Darum hier jetzt erstmal die Dichtfläche reinigen, dann die Zylinderlaufflächen gut reinigen, dass die gut sauber sind, aber nicht mit Schleifpapier, sondern einfach nur Bremsenreiniger rein, feucht auswischen, das reicht. Dann natürlich die Kurbelwelle, wo die Bleulaugerschalen nachher drauf laufen. Auf jeden Fall gut mit Bremsenreiniger abspritzen, dass alle Schmutzpartikel weg sind. Nachher gut einölen und erst dann den Kolben einsetzen. Also wie gesagt, wir reinigen jetzt erst die Kopfdichtungsreste und blasen einmal alles aus und dann machen wir weiter. So, wenn alle Zylinder jetzt ordentlich gereinigt sind, genauso wie die Oberfläche, werden wir die Zylinder jetzt gut ölen. Ruhig etwas mehr Öl auftragen. Also zu viel wie zu wenig. So, genauso wie unten die Lauffläche an der Kurbelwelle gut mit Öl drüber laufen lassen.
So, dann können wir anfangen, den ersten Kolben wieder einzusetzen. Das wäre dann dieser hier. Auch diesen wieder gut einölen. Schauen, dass die Kolbenringe in der richtigen Position verdreht sind. Genau wie die Ölabstreifringe hier unten. Und dann auf die Einbaulage achten, damit es wieder so eingebaut ist, wie es war. Hier unten mit den neuen Bleulagerschalen alles gut einölen. Den Kolben bis zum Anschlag, soweit es geht, einsetzen und dann das Spannband aufziehen. So, in dem Koffer, den ich euch eben gezeigt habe, den ich euch auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinke, sind mehrere solcher Spannbänder vorhanden. Wir haben hier ziemlich große Kolben, also nutzen wir einen großen. Zum Öffnen einfach hier Mechanismus betätigen, dann rollt er sich auf. Dann setzen wir ihn über den Kolben drüber und spannen ihn. So, das sieht ganz gut aus. Wir haben alle Ringe drin und jetzt gehen wir ganz einfach hin und klopfen mit der Holzseite des Hammers den Kolben vorsichtig nach unten. Zack, und schon ist er drin. Dann können wir ihn langsam weiter runterklopfen. Beziehungsweise, wir haben die Kurbelwelle ja eben so gedreht, dass er aufsitzt. So. Und genau dasselbe machen wir jetzt mit dem zweiten Zylinder. So, alle Kolben sind wieder montiert. Auf die Hilfe von solchen Spannbändern könnt ihr auf keinen Fall verzichten, die irgendwie von der Hand reinzufummeln, das wird nichts, dafür schädigt ihr nur die Kolbenringe wieder. Ja, jetzt kloppen wir sie soweit es geht nach unten, bis sie an der Kurbelwelle anliegen. Eventuell müsst ihr von unten schauen, dass sie sauber, die Pleuel sauber auf die Kurbelwelle draufkommen. Und gegebenenfalls hier die Kurbelwelle dann etwas verdrehen. Das bekommt ihr aber schon hin. Das kann ich mit der Kamera eh schlecht von unten zeigen. Das sieht man so kaum. Aber auf jeden Fall schauen, dass ihr die Pleuel sauber auf der Kurbelwelle einfädelt. Und dann braucht ihr nur noch die neuen Pleuellager zu montieren und festzuschrauben. So, okay. Die Kolben sitzen wieder an Ort und Stelle. Die Pleuel sind schön unten. Jetzt müssen wir nur noch die Pleuellager und die unteren wieder einbauen. Auch wieder auf Einbauposition achten, wie ihr sie ausgebaut habt. Natürlich vorher reinigen bzw. neue Pleuellagerschalen einbauen. Dann wieder gut einölen. Lieber zu viel wie zu wenig. Und dann wieder einstecken. Das war der vom ersten Zylinder. Der ist wieder etwas schwieriger. Wir fangen lieber mit dem zweiten an. Denn der erste Zylinder steht ja immer noch ziemlich auf OT. Das heißt, sie ist ein ziemlich tiefen Motor. Und dafür sind der zweite und der dritte Zylinder ganz unten.
Und darum fangen wir mit diesen an, dann haben wir es einfacher. So, auch wieder gut einölen. Nochmal, lieber zu viel Öl als zu wenig Öl. Dann bauen wir das ganze Teil ein. Schauen wir rum, so rum. Setzen Sie auf und drehen Sie schon mal handfest an. Der finale Drehmomentanzug erfolgt erst, wenn wir alle vier montiert haben. Aber so sind die Kolben schon mal über die Pleuel mit der Kurbelwelle verbunden und wir können hier gleich das Riemenrad bzw. die Kurbelwelle drehen und somit die beiden äußeren Kolben nach unten nehmen, damit wir es einfacher mit dem Montieren haben. So, Einbaulage beachten, einstecken, sieht gut aus und festschrauben. So, nur Hand fest, dass sie gerade hier so fest sind. Und jetzt drehen wir die Kurbelwelle, damit die beiden äußeren nach unten kommen. Und so, jetzt montieren wir den vom ersten Zylinder. Der wird etwas fummelig, aber das geht. So, drauf ist er. Zweimal fixieren. Und immer schauen, dass alles gut eingeölt ist, dass nachher erstens beim Montieren schon kein Kratzer entsteht und auch nachher beim ersten Motorstart direkt schon die erste Schmierung gewährleistet ist und es nicht trocken läuft, bis die Ölpumpe das erste Öl dort überall hingefordert hat. Darum immer gut einschmieren. Sonst sind ruckzuck die Lagerschalen und die Kurbelwelle defekt. So, das war die vom ersten Zylinder. So, jetzt kommt die vom vierten Zylinder. Auch die einfach wieder hochschieben und handfest anschrauben. So, wenn dann alle Lager montiert sind, können wir theoretisch die Kurbelwelle einmal durchdrehen, ob alles sauber läuft. Das tut es. Mit öligen Händen ist das jedoch etwas schwierig. Aber auf jeden Fall läuft alles wunderbar. Okay, das heißt, wir können jetzt den finalen Drehmoment auf die Pleuellager anziehen. So, die Pleuellager ziehen wir mit 30 Newtonmeter plus 90 Grad an. So, die anderen komme ich so nicht dran, muss ich erst den Motor verdrehen. Dran. So, jetzt haben wir alle der Reihe nach mit 30 Newtonmeter festgezogen. Jetzt gehen wir einmal durch mit 90 Grad. Es gibt extra ein Drehwinkelmesser. In dem einen oder anderen Video habt ihr den schon von mir gesehen. Und ich werde es aber so, 90 Grad kann jeder ungefähr abschätzen. So, das war die erste 90 Grad, zweiter 90 Grad. So, so gehen wir jetzt der Reihe nach durch, bis alle mit 90 Grad
nachgezogen sind. So, wenn wir dann alle Schrauben einmal durchgehend 30 Newtonmeter plus 90 Grad angezogen haben, reinigen wir noch einmal hier die ganze Dichtfläche der Ölwanne. Die ganzen Dichtreste müssen ab. Ist ja eine geklebte Ölwanne bei diesem Modell. Die ganzen Dichtflächen müssen ab. Genauso an der Ölwanne selber reinigen wir alles gut und dann kann die wieder dran. Hier sieht man jetzt ganz schön die Schrauben, wo genau die reinkommen. Und zwar sieht man hier alle Löcher rundherum, wo die kleinen Schrauben reinkommen. Und hinten am Getriebe kommen die großen, ich glaube 16er waren das, die durchgeschraubt werden vom Getriebe in die Ölwanne und dann noch eine lange von unten nach oben. Und hier an der Ölwanne sieht man es dann doch ganz gut, wo ungefähr die Schrauben sitzen. Das sind doch schon einige. Hier die ganzen kleinen, hier und hier kommt die eine große, dann die drei großen oder ich glaube sogar vier großen, die von der Getriebekloppe her eingeschraubt werden, beziehungsweise von hier unten von der Motorseite aus in die Getriebeglocke geschraubt werden. Und für den einen oder anderen, der die Ölwanne das erste Mal ausbaut, ist das vielleicht ganz hilfreich. Ja, Motor auf jeden Fall anheben, sonst bekommt ihr sie nicht raus. Wieder super konstruiert von Audi. Diese Ölwanne reinigen wir jetzt noch. Es waren keine Späne zu sehen im Öl. Alles, was ihr hier so seht, das ist alles ganz normal. Das sieht alles ganz gut aus, so wie es aussehen sollte. Natürlich jetzt ist das Öl mit Wasser vermischt, da wir den Kopf runtergeholt haben und dann alles ineinander läuft. Da braucht ihr euch dann nicht zu wundern. Und ja, die wird jetzt wieder montiert. So, den Motorblock haben wir untenrum komplett gereinigt. Sieht alles wieder top aus, genauso wie die Ölwanne. Sieht wieder aus wie neu. Die kann man wieder einbauen. Jetzt schmieren wir hier die Dichtmasse drauf. Wir arbeiten mit Dirco HT Rot und die könnt ihr eigentlich für alles nehmen, egal ob Wasser oder Öl abzudichten. Das ist einfach eine Top-Dichtmasse. Normal schmiert man auf beide Seiten etwas ein. Wir werden jetzt erstmal nur die Ölwanne einschmieren, schauen, wie wir reinkommen. Und falls wir da dann irgendwo hängen bleiben, werden wir den Rest dann hier oben direkt am Block verschmieren. Ja, so sieht jetzt der Motorblock von unten aus. Alles wieder schön sauber. So, Ölwanne ist wieder montiert. Jetzt kommen die verschiedenen Anbauteile wieder ran. Und dann geht es oben am Zylinderkopf rein. So, wir haben den Kopf jetzt über Nacht etwas eingelegt, ihn gut gereinigt. Der sieht jetzt wieder gut aus. Jetzt können wir ihn mit der neuen Kopfdichtung auf den Motorblock wieder aufsetzen. Der Block ist auch soweit gereinigt. Neue Kolbenringe sind drauf. Jetzt kommt die Kopfdichtung. Dabei immer darauf achten, dass ihr sie richtig rum einsetzt. Ist auch immer eine Beschreibung dabei. Bei den Kopfschrauben ist normalerweise auch immer die Drehmomentangabe dabei. Ich blende euch natürlich alles oben ein. Wie man den Kopf detailliert einbaut, habe ich ja schon mal ein Video dazu gemacht bei Kopfdichtenwechsel Golf 4, 1,6 Liter AKL-Motor, baugleich mit diesem AHL-Motor. Und darum werde ich jetzt nicht mehr viel dazu zeigen. So, ich habe ihn jetzt warm laufen lassen.
Audi entlüftet sich ja selber, einfach das Heizgebläse auf heiß und volle Stufe. Dann öffnet sich das Heizventil. Ich habe ihn einmal laufen lassen, bis er 90 Grad erreicht hat. Dann hat das Thermostat geöffnet, der Kühler ist voll gelaufen. Also so, dass der Ventilator vom Kühler anspringt. Dann hat er sich noch mal einen guten Schluck Wasser gezogen. Das ist jetzt leicht unter Minimum. Nachher, wenn er kalt ist, wichtig, wenn er kalt ist, erst aufdrehen, dann wieder nachfüllen. Aber es scheint alles gut geklappt zu haben. Er hängt gut am Gas, geht sauber hoch. Er ist am Öldeckel leicht saugend im Standgas. Vorher hat er richtig rausgeblasen, da hat man gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und ja, hinten von der Qualmgeschichte, vom blauen Qualm her, da sieht das Ganze jetzt auch eigentlich recht gut aus. Natürlich hat er jetzt hier einiges an Kondenswasser rausgedrückt. Das hat jetzt aber schon aufgehört. Aber man merkt, er hat keine Zündaussetzer, was er vorher halt hatte. Und ja, ich denke, so sollte der A4 wieder ein paar tausend Kilometer laufen können ohne Probleme. Ich lasse ihn jetzt noch etwas laufen, dann mache ich gleich eine Probefahrt. Aber ich denke, es sollte jetzt alles wieder gut sein. Ja, das war jetzt keine einfache Reparatur, wenn ihr selbst nicht etwas Ahnung habt von der ganzen Materie, dann lasst die Finger davon. In der Werkstatt kostet es natürlich einen halben Geld. Wenn ihr es selbst macht, sind die Materialkosten eigentlich recht überschaubar. 50, 60 Euro für die Kolbenringe rechnen. Am besten Pleuellagerschalen besorgen, die kosten auch nicht die Welt. Kopfdichtungssatz, das heißt Kopfdichtung, Kopfdichtungsschrauben, auf jeden Fall neue verwenden. Ventildeckeldichtung, Ansaugkrümmerdichtung, Abgaskrümmerdichtung solltet ihr auf jeden Fall dann gleich mitwechseln. Das gibt es einen kompletten Satz dazu. Kostet um die 100 Euro für diesen Motor. Und ja, tut mir leid, dass ich jetzt nicht alles gezeigt habe, wie ich den Kopf runtergenommen habe, wie ich ihn drauf gemacht habe, auf jedes Detail eingegangen bin, denn ich habe zu so einem Motor ja schon mal ein Video gemacht. Ich habe es euch am Anfang des Videos verlinkt oben im Eck, später verlinkt es euch auch unten in der Videobeschreibung. Man braucht es ja nicht doppelt zu filmen. Es hält sowieso immer ziemlich auf die Filmerei, bei so einer Reparatur alles zu erklären. Darum habe ich das einfach so gemacht und nur der reine Kolbenwechsel beschrieben, beziehungsweise wie man die Kolben auch zieht und wieder einbaut. Ja, falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und ciao, bis zum nächsten Mal.